Ja, ich bin jetzt da gerade beim Schälen und da mich ja immer wieder Anfragen erreichen, wenn man die Altholzperlen schält, habe ich mir gedacht, ich nehme euch jetzt nochmal mit, weil da kommt wieder eine. Und ja, das wird jetzt wahrscheinlich schnell gehen. Das schaut aus, als ob sich die Schale schon gelöst hätte. Und die ist auch bewohnt. Man sieht es noch krabbeln. Ich schaue aber trotzdem jetzt mal, was drunter ausschaut. Die letzte, was ich geschaut habe, das war das perfekte Beispiel gewesen, aber da war ich dann schon mittendrin, weil es mir eingefallen ist. Und wenn das jetzt langweilt, dann kann ich ja vorspulen. Aber ich neige ja immer dazu, wenn ich so quatschen tue, dass ich da mal ein paar Geheimnisse preisgebe. Also lohnt es sich eigentlich immer, da mal weiterzuschauen. Ja, ich werde immer wieder gefragt, wo, an was man den Unterschied kennt, wann man zu viel wegnimmt. Das ist bei Altholz oft ganz schwierig. Da bringt euch wirklich nur die Erfahrung was. Je mehr Perlen man geschält hat, umso sicherer wird man da. Jetzt da zum Beispiel. Da sieht man jetzt, was Holz angeht. Beziehungsweise, dass man die Haut schon, dass man die Haut schon weggeschnitten hat. Und an solche Punkte orientiert man sich dann und schabt dann vorsichtig weiter. Also das ist dann wirklich mehr was wie Schnitzen, weil bei den Altholzperlen die Rinde oft so fest mit der Perle verbunden ist, dass man sich da ganz vorsichtig vorarbeiten muss. Und da müsst ihr durch, weil alles, was da zu viel dran ist, das könnt ihr schleifen, wie ihr wollt, das wird nicht glänzend. Und solche Perlen muss man dann wirklich schleifen, weil die bringt man nicht so schön sauber wie die frischen. Und daher ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ihr da ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig wegnimmt. Der Schleifvorgang, der muss halt dann sehr sauber sein. Und dann habt ihr trotzdem tolle Ergebnisse. Also Perlen, die haben ja meistens so eine rundliche Form und es sind keine Ecken und Kanten drin, deswegen kann man da eigentlich schon schön rumschaben, bis man die Form der Perle erahnen kann. Weil Ecken und Kanten haben sie ja meistens nicht. Und wenn jetzt da Fraßgänge drin sind oder morsche Stellen, da kann man eh nicht so
Also da lasse ich höchstens mal bei Perlen, was sich die Rinde schön lost. Gutes Deutsch das. Und so, das ist jetzt der Übergang praktisch vom Frischholz zum Altholz. Da sieht man also noch Rinde. Das war die ursprüngliche Haut der Perle. Da sieht man schön, wenn man da noch einige kann. Ja, also durch die Kamera zu schälen ist wirklich nicht mein Ding. Aber ich versuche es euch einfach mal näher zu bringen. Man kann sich da immer schön am Frischholz orientieren, wenn es eine Mischperle ist. Ich versuche mal, das ein bisschen größer zu machen. Ich brauche die Hände nicht da und in der Luft halten. Brille habe ich auch nicht auf, ne? War jetzt gar nicht geplant, dass ich euch mitnehme. Und bei solchen Perlen darf man sich dann schon mal was trauen. Weil, auch wenn ihr da jetzt zu viel wegnehmt, wenn der geschliffen ist, schaut der gigantisch aus. Also kann ich drehen. Man merkt schon, dass ich erst einen Kaffee habe. Und alles, was da jetzt so faserig ist, das wird beim Schleifen sowieso verrückt spielen. Also muss das sowieso weg. Seid mir so jetzt, wenn der Fokus da verrückt spielt, aber ich will euch das halt da so detailliert wie möglich zeigen.
sind also Perlen, die wir beim nach dem Schälen also jetzt wirklich nicht so hübsch sind, ne? Weil da der Zeitpunkt einfach schon drüber ist zum Pflücken, aber nach dem Schleifen sind die wirklich super toll. Und wenn man da also so mehr so seitlich schabt, geht man auch nicht so also läuft man nicht so viel Gefahr, die Perle zu verletzen oder irgendwie einen tiefen Grat da rein zu schnitzen. Also das kann man sich dann beim Schleifen immer nur überlegen, inwieweit man solche Löcher dann stehen lässt oder nicht. Mir gefällt das immer recht gut. Aber der gefällt mir jetzt auch von der Form her recht ansprechend. Okay. So, und da habe ich noch wenn mich nicht alles täuscht, müsste das eine komplette Altholzperle sein. Weil da sieht man jetzt eigentlich nichts mehr von Frischholz. Wenn da jetzt noch helles Holz zum Vorschein kommt, dann ist das schon nicht mehr versorgt gewesen vom Baum. Und solche Perlen sind sehr schwer zu schälen für einen Anfänger. Weil man da halt gar nicht weiß, wo und wie und man muss sich langsam rantasten und mal oben die Anwachsstelle ein bisschen freilegen. Haben wir jetzt den. Ja, es wird schon dunkler. Und bei solchen Perlen hat das auch überhaupt keinen Sinn, nicht, wenn man da dämpft. Im Gegenteil, ein nasses, weiches Holz verletzt man noch schlimmer wie trockenes Holz. Es lohnt sich immer, da ein bisschen Arbeit zu investieren, weil die Altholzperlen einfach gigantisch sind nach dem Schleifen. Und wie gesagt, fürchtet euch nicht, da mal in die Perle reinzuschnitzen, weil man das am Schleifen eh nicht mehr sieht. Suchen wir mal, ob wir die Rinde noch lösen können. Aber das schaut nicht so aus. Da werde ich schnitzen müssen. Das wird jetzt zwar ein bisschen dauern, das Video, aber
Ah, da hat sie doch was gelöst. Da. Wenn man Glück hat, erwischt man den Punkt zwischen Perle und Rinde. Ja, und keine Angst, wenn dann das so abblättert, weil das wird sowieso weggehen. Da muss man es dann einfach in Kauf nehmen, dass man die Perle eventuell verletzt, weil ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden, so alte gebackene Perlen da. Besser zu schälen. Und es hilft auch nicht, die Perlen trocknen zu lassen mit der Rinde und dann mit dem Hammer drauf zu klopfen. Das sind Perlen, die werden wir sowieso leicht schälen hätten. Bei unseren trockenen Sommer, was wir haben, da backt die Rinde richtig hin. Das schaut lustig aus, gell? Was. Das ist jetzt Glück. Naja. Und schon ist sie rausgeflutscht. Das war jetzt pures Glück. Ja, man sieht also, dass das Holz noch gar nicht so dunkel ist. Wenn die jetzt richtig dunkel schon wäre, also richtig gealtert, dann wäre das mit der Rinde nicht so einfach gegangen. Aber ja, so ein Zwischenstadium ist auch immer schön. Okay. Die nächste, das war die hohe, die ich gepflückt habe. So, auch nicht mehr die taufrischeste. Und ich muss dazu sagen, ich habe die Perlen über Nacht liegen lassen, weil gestern war es schon dunkel. Und wenn ich da was hätte filmen wollen, hätte ich kein gescheites Licht gehabt da herassen. Weil. Wenn man irgendwelche Viecher nicht unbedingt in die Wohnung reinziehen, wenn ich im Sommer heraus schön schälen kann.
Dann gibt es ja welche, die erzählen euch, ihr sollt die Baumperlen die Finger schälen. Viel Spaß. Meine Fingernägel halten das nicht aus. Der hat ja wieder eine komische Form. Lauter so Vorführungsstücke. Da sieht man es auch wieder. Das ist also die typische Färbung vom Ahornbast. Zwar nicht mehr so leuchtend wie gestern, aber man sieht es noch schön. Also durch die Kamera schälen ist wirklich kein Vergnügen. Und schon gleich gar nicht bei so einer unförmigen Perle da. Der hat auch ein Altholz, also das ist so eine Umwallung. Wahrscheinlich mal ein Ast oder so. Und da bin ich immer ganz vorsichtig, weil ich das immer gern ursprünglich lauter drin. Also da muss man dann ganz vorsichtig die Rinde entfernen, dass man da nicht reinschnitzt. Mir gefällt es immer, wenn die Perlen so ein Fenster ins Innere haben. In meiner Anfangszeit habe ich das auch immer geschliffen. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil das kann man genauso gut mit dem Öl härten. Man muss das nicht schleifen. So, und jetzt haben wir natürlich noch jede Menge Bast an der Perle. Nochmal Nahaufnahme. Also das ist Bast, was dann noch drauf ist. Und das kann man ziemlich schön wegschaben. Ganz vorsichtig. So, ich mache das jetzt mal fertig und dann zeige ich es euch, wenn es geschaltet ist.